Liebe Frauen, liebe engagierten Männer, die US-amerikanische Schauspielerin und Tänzer Josephine Baker hat einmal gesagt, unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns dazu entschließen, einmal daraus zu erwachen. Wenn der Traum einer gleichgestellten Welt von Frauen und Männern, wenn der Traum eine Welt von einer Welt ist, wo Frauen, wo Mädchen in Deutschland, europaweit, weltweit ohne Gewalt aufwachsen, ohne dass sie Gewalt erleben müssen, wenn es das unser Traum ist, und das ist es, dann ist es endlich Zeit aufzustehen. Und genau das machen sie heute am 10. One Billion Rising Day, heute am 14. Februar, wo sie auf dieses gesamtgesellschaftliche Problem der Gewalt gegen Frauen, gegen Mädchen aufmerksam machen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute an diesem Aktionstag beteiligen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich an die Organisatoren bedanken, an den Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern und an die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, insbesondere an die Gleichstellungsbeauftragte Frau Küster, meinen herzlichen Dank richten, dass Sie heute mit der Organisation diesen One Billion Rising Days mit dazu beitragen, dass dieses Problem aus dem Dunkelfeld in die Öffentlichkeit kommt und hier dargestellt wird, genauso wie an anderen wichtigen Aktionstagen, wo das Thema Gewalt gegen Frauen, gegen Menschen immer wieder in die Öffentlichkeit geholt wird. Genau das ist richtig, genau das ist wichtig. Warum ist es das? Wir haben es leider immer noch so, dass in Mecklenburg-Vorpommern jährlich 4000 Menschen Gewalt im häuslichen Umfeld, sexualisierte Gewalt erleben. Und meistens sind es eben Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Überwiegend sind es Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Und deshalb ist es wichtig, Ihnen zu sagen, holt euch Unterstützung. Es gibt Hilfe und Unterstützung. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ein breit aufgestelltes Hilfe- und Beratungsnetz mit Beratungsstellen gegen sexualisierte, gegen häusliche Gewalt, mit den Interventionsstellen, mit den allgemeinen Opferberatungsstellen, mit den Frauenschutzhäusern. Gibt es ganz viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen Stellen, die Hilfe und Unterstützung für Sie, für Angehörige oder für Betroffene leisten, wenn Sie Hilfe und Rat brauchen. Wir als rot-rote Landesregierung möchten uns aber mit dem aktuellen Zustand nicht zurücklehnen, sondern möchten weiter hinschauen und unseres dazu beitragen, dass der Thema Gewalt an Frauen, an Mädchen in den Vordergrund zu rücken. Deshalb haben wir uns ins Hausaufgabenheft in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir den dritten Landesaktionsplan zur Bekämpfung häuslicher und sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen weiterentwickeln zu einer Landesstrategie zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Genau hier sind wir dran, mit einer Evolution zu schauen, wo wir in dem Hilfe- und Beratungsnetz, was wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, noch nachsteuern müssen, damit wirklich jeder Mensch, der von Gewalt betroffen ist, Hilfe und Unterstützung erhält. Deshalb, wenn Sie in Ihrem Umfeld von Gewalt erfahren, wenden Sie sich an die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt Hilfe und Unterstützung für Sie. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich Hilfe und Unterstützung holt. Deshalb nochmal für mich vielen Dank für das tolle Zeichen, was Sie heute setzen, um diesem wichtigen Thema ein Gesicht zu zeigen, in die Öffentlichkeit zu holen. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dahin, Ihre Jacqueline Bernhardt.